Gut, also, ich bin Colin Fink und ich wollte das ReactOS-Projekt heute vorstellen, in dem ich seit Jahren Mitglied bin. Und ja, mein Name ist Daniel Reimer und mir trifft es eigentlich das Gleiche. Ich würde gerne heute mal ein bisschen veranschaulichen, was zurzeit so unser Stand der Dinge ist und hoffe, dass wir auf einen ersten Anklang stoßen werden können. Also, fangen wir erstmal mit dem Thema an. Was ist eigentlich ReactOS? Im Gegensatz zu vielen anderen Open-Source-Projekten, die auch hier vertreten sind, handelt es sich bei uns nicht um ein Linux- oder irgendwie Unix-artiges System, sondern wir entwickeln ein Windows-kompatibles Betriebssystem. Natürlich auch nach dem Open-Source-Prinzip, deswegen sind wir ja auch heute hier. Und das Ganze wird dann seit Jahren von einer wirklich internationalen Community getragen. Da gibt es wirklich aus allen Herren Ländern irgendwelche Unterstützer. Aber um das Ganze mal besser zu verstehen, sollte man vielleicht erstmal illustrieren, was ist ReactOS nicht. Wie ich schon sagte, es ist nicht ein weiteres Linux-System. Wir entwickeln unsere Komponenten wirklich vom Kernel bis zur Benutzeroberfläche aus einer Hand selbst. Viele haben sicherlich schon vom Wine-Projekt gehört. Dort mit dem Projekt wird viel Code ausgetauscht, aber wir sind nicht auch einfach bloß Wine. Die werden zum Beispiel niemals Treiber oder sowas so zum Laufen bekommen wie wir. Letztendlich, wir sind auch nicht alleine als Projekt. Es herrscht schon eine Zusammenarbeit mit vielen Open-Source-Projekten, denn für einige Standardaufgaben wird natürlich immer mal wieder der gleiche Code benutzt und gerade auch für so Sicherheitssachen macht es ja heute keinen Sinn mehr, wenn jeder da das Rad neu erfindet. Und man kann auch sagen, ReactOS ist bei weitem noch nicht fertig. Wir suchen da wirklich Entwickler, wo es geht und deswegen möchte ich heute das Projekt auch etwas näher bringen. Kommen wir mal weiter. Wofür braucht man eigentlich solch ein Projekt? Das fragen sich sicherlich auch einige. Zuerst einmal, 90% der Software, die es auf dem Markt gibt, läuft in irgendeiner Form auf Windows, sage ich jetzt mal. Da gibt es zum einen die Killer-Apps, da fällt mir jetzt zum Beispiel Photoshop, MS Office, viele Programme, die es eigentlich nur für Windows gibt, bis heute, trotz dass es halt andere Betriebssysteme auch gibt. Es gibt darüber hinaus natürlich einen Haufen Legacy-Software auf dem Markt. Also wir reden da besonders von Programmen, wo es den Hersteller vielleicht gar nicht mehr gibt oder wo nie ein Port auf andere Plattformen angekündigt wurde. Und damit können wir natürlich auch für diese Software eine neue Basis bieten, denn immerhin, wir streben Kompatibilität mit Windows XP an. Das hat ja nun 13 Jahre wirklich auf vielen Rechnern ordnungsgemäß funktioniert und unterstützt nun wirklich viel Software, die es auf dem Markt gibt. Und letztendlich läuft natürlich auf einem Windows-kompatiblen Betriebssystem auch Treiber für jede erdenkliche Hardware. Man muss einfach nur mal in einen Laden gehen und wenn man da irgendein Peripherieprodukt, Drucker, Scanner, was weiß ich, kauft, dann liegt da eigentlich immer eine CD mit einem Windows-Treiber bei. Das findet man ja bei Linux bis heute zum Beispiel nicht. Und unser Ziel ist dann praktisch, dass man diese existierenden Windows-Treiber 1:1 auch auf ReactOS weiterverwenden kann. Letztendlich, da wir ein Open-Source-Projekt sind, kann man sich auch vorstellen, bei uns kommt ein System nach eigenen Wünschen raus. Denn jeder, der schon mal mit Windows gearbeitet hat, sei es jetzt ein Programmierer oder auch nicht, stößt bestimmt irgendwann an eine Stelle, wo er sich denkt, das hätte ich jetzt irgendwie anders gemacht, irgendwie besser. Und wenn man den Code hat, und von ReactOS ist der Code ja nun mal offen, dann hat man nun mal wirklich die Möglichkeit, das an der Stelle auch so zu verbessern. Nebenbei leisten wir mit unserem Projekt auch viel Dokumentationsarbeit. Es gibt eine öffentliche Dokumentation von Microsoft für viele Windows-Funktionen, aber viele interner sind natürlich auch undokumentiert. Und gerade mit unserem Code, da stellen wir schon wohl die umfassendste Dokumentation, die man sich zur Windows-API vorstellen kann, eigentlich auch gleichzeitig mit zur Verfügung. So, wer steckt dahinter? Ist auch eine der Fragen, die wir jetzt schon häufiger beantworten dürften. Und deswegen mal eine kleine Zusammenfassung.
Ein Team von etwa 20 Mitarbeitern sind wir zurzeit. Man kann aber nicht sagen, dass das generell immer 20 Mitarbeiter sind. Es ist sehr schwer zu sagen, dass wir, wer da jetzt gerade mitarbeitet und wer nicht mitarbeitet, weil es ist nun mal so, es ist ein Hobbyprojekt nach wie vor. Wir haben keine, okay, bis auf einen mittlerweile, bezahlten Entwickler. Es macht jeder in seiner Freizeit und wenn halt mal jemand ein halbes Jahr keine Zeit hat, wegen seinem Real Life, wie man so schön sagt, dann kann man ihm halt auch erstmal nicht mehr dazu zählen. Aber zumeist sind es etwa 20 Mitarbeiter, die wir haben, die Code beisteuern in größeren Mengen. Und es dreht sich eigentlich immer so etwa um diese Zahl. Gut, wir haben eine, wie schon erwähnt, größere Community. Wir reden zurzeit von unserer Webseitenregistrierungsanzahl aufs geschätzt so um die 12.000 Personen, die sich mehr oder weniger beteiligen. Wir haben da Translators, die in ihre Muttersprache das Betriebssystem übersetzen, die ihre Webseite, also unsere Webseite, übersetzen in ihre Muttersprache. Wir haben kleinere Fehlerkorrekturen in Form von Patches und einige schreiben einfach auch nur einen Bug-Report. Sagen, die und die Software funktioniert nicht, hier ist eine Debug-Log, hier sind ein paar Bilder dazu, bitte macht mal. Das ist so das, was die meisten eigentlich machen, aber es ist trotzdem eine große Hilfe für uns und wir sind sehr froh um jeden, der es zumindest mal testet und uns dann auch ein gewisses Feedback natürlich gibt. Wie schon erwähnt, wir haben jetzt erste Entwickler, die durch Spenden bezahlt werden. In dem Fall reden wir nicht von einem wirklichen Lohn in dem Sinne, sondern es ist ein Stipendium für Studierende. Und dieser besagte eine Entwickler, den wir jetzt etwas in den Vordergrund stellen wollen, ist zuständig dafür, uns eine neue Shell zu programmieren, die auch im Internen, nicht nur nach außen hin, im Prinzip so funktioniert, wie man es von Windows kennt. Also aufgeteilt in die Shell etc. etc. Hat den Vorteil, dass es auch in der grafischen Benutzeroberfläche zunehmend Windows-kompatibel wird. Und das war bis eigentlich heute nicht wirklich gegeben, weil es mehr ein Hack war als ein anständiges Shell. So, wer steckt in Wirklichkeit als Organisation dahinter? Also wir haben unseren Verein, den Werkdeutsch Deutschland e.V., wurde 2009 gegründet, sind nicht wirklich viele Mitglieder bisher, aber mittlerweile auch nicht deutsche Mitglieder. Und wir haben die ursprüngliche Foundation, die in Russland sitzt und die auch mehr oder minder als Ursprung des Projekts zu sehen sein kann. Ursprünglich war es mal in den USA und dann war es dann in Russland und das war dann die erste wirkliche Foundation, die sich um den Support des Projekts gekümmert hat, um die Spenden etc. Wenngleich wir jetzt eigentlich zunehmend diese Aufgaben übernehmen. Oh. Machen wir mal weiter. Der aktuelle Stand, es ist ein schnelles und schlankes Betriebssystem. Wir reden von einer Installationsgröße von um die 400 MB. Man muss natürlich dazu sagen, es liegt nicht nur daran, dass wir Wert darauf legen, dass es klein und schlank ist, sondern dass einige Funktionen, die eigentlich Platz brauchen würden, noch nicht wirklich fertiggestellt sind. Aber es ist eines der Primärziele, dass dieses System möglichst klein, möglichst schlank bleibt, dass nur die Notwendigkeiten und nicht irgendwelche, nennen wir es mal, Spielereien da mit drin sind. Wenngleich als Spielereien haben auch ein Solitär, aber das ist ja wohl Pflicht. Ja, der Stand bezüglich Kompatibilität ist schwer in Worte zu fassen. Zumindest in der Theorie laufen etliche Programme mittlerweile. Problem an der Sache ist, es gibt eigentlich an so gut wie jeder relevanten Stelle noch gewisse Ungereimtheiten, gewisse Bugs, gewisse fehlende Funktionalität und einige Programme sind da etwas weniger erfreut, wenn sie auf ReactOS laufen und einige ihrer Funktionen einfach komplett falsche Werte zugeben oder gar keine. Deswegen, es ist halt noch Alpha-Stadium, da machen wir ja auch keinen Hehl draus, aber der Zustand bezüglich Kompatibilität wird mit jedem Tag besser. Es ist teilweise wirklich erstaunlich, was mittlerweile alles läuft. Wir werden dann später auch noch ein paar Bilder zeigen, um mal einen gewissen Kompatibilitätsansatz zu zeigen. Jo, dann
Eine Frage. Da haben wir eine böse Zwischenfrage. Ja, aber bitte. Wenn ihr jetzt zu Windows immer mehr kompatibel wird, ist das ja einerseits von Vorteil für die Programme, die man haben will, aber wenn ich dann so an die Windows-Viren und Probleme und so denke, wäre da die Kompatibilität ja eher schlecht. Ne? Es kommt jetzt ganz drauf an. Da auch Probleme mit. Jein. Müsste ja eigentlich irgendwie dann auch so sein. Ne? Ja, der Quellcode ist ja nicht hundertprozentig identisch zu dem, was Microsoft macht. Ja. Die meisten Viren und Schadsoftware greifen in irgendeine Sicherheitslücke rein. Diese Sicherheitslücken werden wir so nicht haben. Mhm. Das wäre sehr komisch, wenn der Quellcode wirklich absolut identisch wäre. Was natürlich geht, wenn irgendwelche Viren auf zum Beispiel einen Bug in Flash oder in Adobe Reader oder in Java reinsteigen, dann haben wir das natürlich auch. Das ist richtig. Oder wenn dieses Programm auf gut Deutsch auf die Dummheit des Benutzers zielt, dass man irgendwo draufklickt und sich dadurch im Prinzip sowieso die Berechtigung für alles holt, dann haben wir natürlich auch Pech. Aber Sicherheitslücken, wir haben genug, garantiert. Aber es sind zumindest andere wie bei Microsoft Windows. Das können wir so, glaube ich, garantieren und in den Raum stellen. Gut. Okay, wo waren wir? Ah ja, genau, die Benutzeroberfläche. Wie auch auf der CD, ich weiß nicht, wer schon eine CD mal von uns geholt hat am Stand und vielleicht auch schon mal ausprobiert hat, die neue Shell ist da, die neue Shell funktioniert relativ gut, hat noch ein paar, nennen wir es mal, optische Mankos, aber so wie sie jetzt ist, in dieser groben Form, wird sie demnächst auch verfügbar sein in der wirklichen Release-Version und dann haben wir zumindest schon mal wieder einen Aspekt in ReactOS, der zumindest, wenn man es grob sticht, Windows-kompatibel ist, absolut Windows-kompatibel ist und nicht so eine lustige Bastelarbeit ist, die wir seit Version 0.2 mit uns herumschleifen und die alles andere ist als zu dem identisch, was Microsoft machen würde. Mhm. Gut, aktueller Stand bezüglich Treibern. Hat sich in letzter Zeit auch einiges getan, also was Netzwerkkartentreiber betrifft. Es gibt noch ein paar, die so etwas seltsames Eigenleben entwickeln, aber die Treiberkompatibilität wird zunehmend im Bereich Netzwerk wesentlich besser. Im Bereich Sound haben wir mittlerweile etliche Treiber, die es ReactOS dazu bewegen, Ton auszugeben. Wobei man jetzt sagen muss, Direct Sound ist gerade wieder ein Problem. Da haben wir gemeint, wir sind mal mit Wein und seitdem geht es nicht mehr so richtig. Aber es ist auch in Arbeit. Bezüglich Grafikkarte, das ist eines der größten Probleme, weil die Grafikschnittstelle ist eine der komplexesten und einige Treiber laufen, also wenn man jetzt von VMs zum Beispiel ausgeht, VMware geht, VBox geht, QEMU geht, die gehen. Aber wenn man jetzt auf die Idee kommt, wir installieren uns einen neuen Catalyst oder einen neuen, wie heißt der mittlerweile, Forceware-Treiber von Nvidia? Nein, geht noch nicht, leider. Aber wird irgendwann auch mal gehen. Es sind mittlerweile sehr viele Leute an diesem Bereich auch am Arbeiten. Und wir hoffen das Beste, dass es ziemlich schnell funktionieren wird. So, jetzt kommen wir erstmal zu den Bildern. Wie wir sehen wir ganz viel. Das sind die Standardprogramme, die wir so mitliefern. Es sind noch ein paar mehr, aber wir haben jetzt einfach mal zu den relevantesten rausgesucht. Wir haben natürlich, wie schon erwähnt, ein Solitär, ein Spider-Solitär sehen wir jetzt in dem Fall, aber wir haben beides. Ein WinMine, in WineMine, es ist von Wine, wurde nur optisch etwas aufgehübscht. Der Taschenrechner ist natürlich klar, wir haben eine mittlerweile sehr kompatible Konsolenimplementierung, die eigentlich auch so im Großen und Ganzen alles kann, was die von Windows auch kann. Werden wir auch gleich nochmal sehen, was ich damit genau meine. Unseren schönen Gerätemanager, dazu braucht man glaube ich nicht viel sagen. Und Paint steht natürlich auch zur Verfügung. Ja, fangen wir mal an. Das ist unsere mittlerweile fest implementierte DOS-VM, die in besagter Konsole arbeitet, die ich gerade schon angesprochen habe. Zurzeit sehen wir Giant Sisters. Läuft absolut stabil. Das gleiche gilt auch für diverse andere Spiele und Programme. Wo es noch hapert, sind einige weniger häufig verwendete Bereiche der 486-CPU, die hier vollkommen emuliert wird.
Hintergrund ist zum Beispiel 64-Bit-Port, dass es trotzdem funktioniert. Und Floating Point Unit, also mathematischer Co-Prozessor, fehlt auch noch. Aber ist alles in Arbeit. Und wenn das etwas fortgeschrittener ist, dieses Projekt, werden wir auch imstande sein, durch die NTVDM 16-Bit-Anwendungen, grafische 16-Bit-Anwendungen, wie zum Beispiel 16-Bit-Installer, auszuführen. Und sie werden natürlich dann auch funktionieren. Ja, hier haben wir noch ein Beispiel. Mal ausprobiert, was Tune 2 so sagt. Es funktioniert. Der Hintergrund von dieser Bildschirmkopie ist, wir haben ein paar Grafikfehler drin. Die wollte ich Ihnen jetzt nicht unbedingt zeigen. Gut, dann kommen wir mal zu anderen Programmen, die mittlerweile relativ häufig und gerne gesehen sind. In dem Fall GeoGebra. Funktioniert absolut stabil. Gibt es keinerlei Probleme. Ich habe damit, ich glaube, 20 Minuten rumgebastelt, ohne dass irgendetwas Negatives passiert wäre. Was man bei dem Programm jetzt auch noch dazu sagen darf, es ist ein Java-Programm. Java war bei uns länger ein Problem, wegen diversen Speichercontroller-Problematiken. Und mittlerweile läuft es perfekt. Und das betrifft nicht nur irgendwelche fest implementierten Java-Runtimes, wie zum Beispiel hier ja auch ein fest mit implementiert ist. Es geht auch die JDK von Oracle direkt, es geht die OpenJDK, die funktioniert auch, das werden wir dann auch gleich sehen. Also, so viel zum Thema Anwendungskompatibilität. Ja, dürfen natürlich nicht fehlen. Unter Windows, ist ja auch kein Geheimnis, gibt es für alles und jedes erdenkliche Dingens aus der Vergangenheit einen Emulator. In dem Fall haben wir gerade Valkyria Fusion und spielen Sonic. Funktioniert problemlos, gibt es keinerlei Mankos, die irgendwie in irgendeiner Form einen am Spielspaß behindern könnten. Ja, jetzt kommen wir mal zu den größeren Spielen. Hier haben wir Warcraft 3. Einmal Menü, einmal Ingame. Funktioniert. Problem an der Sache, eigentlich bei allen größeren 3D-Spielen, die Geschwindigkeit ist noch verbesserungswürdig, sagen wir es mal so. Hintergrund der Sache ist, wir legen zurzeit im Alpha-Stadium jetzt nicht unbedingt Wert darauf, dass wir alles perfekt auf Geschwindigkeit optimieren. Es ist einfach derzeit unser Ziel, einfach zu debuggen, dass wir die ganzen Probleme rausbekommen, die noch irgendwo schlummern. Und wenn das erledigt ist, dann können wir über Geschwindigkeit natürlich reden. Aber dass es so schon mal läuft, ist schon mal ein wirklich gutes Argument dafür, dass wir immer wieder gerne behaupten, es wird zunehmend kompatibler. Ja, nächstes Spiel. Dann haben wir mal eins von Microsoft genommen. Funktioniert auch sehr gut. Das funktioniert sogar relativ flüssig. Ich habe mal gemeint, ich spiele einfach mal den ersten Level zumindest an. Hat auch bis zu einem gewissen Grad funktioniert, bis dann der Redakteur es mal gemeint hat, jetzt habe ich keine Lust mehr und bleib stehen. Aber es hat funktioniert und ich war selbst, man muss es ehrlich sagen, etwas erstaunt, dass es so gut funktioniert hat. Aber perfekt. So, kommen wir zu NetBeans. Ist vielleicht ein Begriff für Leute, die häufiger mit Java zu tun haben. Ist eine schöne grafische Oberfläche zum Programmieren mit Java. In dem Fall mit OpenJDK. Funktioniert auch absolut problemlos. Man kann damit arbeiten, wie als wäre man unter Windows. Hat auch bei einigen Bereichen schon dazu geführt, dass ich häufiger mal vergessen habe, wo ich mich überhaupt gerade befinde. Zum Beispiel, was auch sehr gerne mal schon vorgekommen ist, nur so am Rande, ich habe Firefox installiert und war dann auf meinen Mails und auf meinen Webseiten unterwegs. Und irgendwann habe ich mich dann gewundert, wo auf dem Desktop eigentlich meine Verknüpfungen hingekommen sind. Und irgendwann ist mir dann aufgefallen, ja, das ist ja React OS und ich bin gerade in der virtuellen Maschine. Und es hat eine Dreiviertelstunde gedauert. Also so viel zum Thema, es ist wie Windows. Ja, es ist wie Windows. Man vergisst wirklich irgendwann, wo man überhaupt sich befindet. So, kommen wir mal zu einer gewissen Killer-App. Hier haben wir Microsoft Office 2007, Starter. Funktioniert relativ gut, also Word funktioniert, Excel funktioniert, Outlook lassen wir jetzt mal außen vor, das funktioniert nicht so wirklich. Aber die Programme geben eigentlich uns wirklich Grund zur Freude, weil es sind Microsoft-Programme, die in alle möglichen Bereiche vom Betriebssystem vorgreifen, die vielleicht nicht unbedingt so groß dokumentiert sind, laufen tut es trotzdem.
So. Dann noch eine Killer-App, Photoshop. In dem Fall haben wir hier noch die Version CS2, aber dennoch. Funktioniert absolut stabil, funktioniert sehr performant und man kann damit seine Bildbearbeitung im Prinzip jetzt auf React-Rest machen, wenn man es so sich traut. Aber es funktioniert. So. So, kommen wir mal weiter zu dem nächsten Thema, mitmachen, was ja in einem Open-Source-Projekt immer sehr wichtig ist. Also bei uns ist der typische Einstieg eigentlich, man geht auf unsere Webseite und man lädt sich nicht das aktuellste Release runter, sondern guckt sich die SVN-Revision an und lädt sich da den letzten Bild runter. Wir haben da einen Buildbot, der erstellt wirklich zu jedem Commit eine aktuelle Version, auch mit allen Debug-Symbolen drin. Kann man also sofort lostesten und damit kann man dann auch, wenn man Bugs findet, diese mit entsprechenden Debug-Logs bei uns berichten und dann besteht auch die Möglichkeit, dass die behoben werden, weil wir ja eben die entsprechenden Debug-Informationen dazu haben. Wer jetzt gleich weiter den nächsten Schritt gehen möchte und den Build nicht runterladen möchte, sondern das Ganze kompilieren möchte, der kann auf unserer Webseite auch das React.OS Build Environment finden. Das ist praktisch eine Sammlung aus den passenden GCC BinUtils Versionen, die man halt für uns braucht. Gibt es nicht nur für Windows, sondern funktioniert genauso gut unter Unix-System, da muss es nicht unbedingt Linux sein, Mac OS X geht auch. Also unser Betriebssystem ist kompilierbar auf praktisch allen Plattformen. Und wenn man dann den Code hat, kann man den natürlich auch ein bisschen studieren und es gibt eigentlich immer noch genug Ansätze, wo man sofort eine sich denken kann, okay, hier kann man was verbessern, hier möchte ich jetzt was ändern und dann reicht man auf unserem Bug-Tracker online den Patch ein. Wir suchen aber definitiv auch nicht nur Programmierer und das möchte ich hier nochmal betonen. Wir brauchen natürlich auch Übersetzer oder Leute für die Webseite, Administratoren für unsere Server und das sage ich jetzt nicht einfach nur so, sondern ich würde fast behaupten, es ist immer noch einfacher, einen Entwickler für das Projekt zu finden, als jemand, der sich um das Ganze drumherum nur kümmern möchte und trotzdem das Projekt ja ganz gut kennen muss, um zu wissen, ja, in welche Richtung jetzt die Webseite oder unsere Serverinfrastruktur weiterentwickelt werden muss. Also hier ist definitiv Bedarf für alle helfenden Hände, die sich daran beteiligen möchten. Ja, in jedem Fall, wer mit uns in Kontakt treten will, kann das bevorzugt über den IRC-Channel React.OS auf dem Freenode-Netzwerk tun. Natürlich per E-Mail, wir haben eine Mailingliste, wir haben auch ein Forum, das wird, sage ich mal, allerdings mehr und mehr von Anwendern bevölkert. Die Entwickler, die treiben sich doch dann eher auf den Mailinglisten oder in den IRC-Netzwerken rum. Also wer da Interesse hat, kann gerne mit uns in Kontakt kommen. Zur Entwicklung, ich hatte gerade schon gesagt, wir sind wahrscheinlich das einzigartige Betriebssystem, welches wirklich auf jeder Host-Plattform kompilierbar ist. Ich meine, es mag vielleicht mit entsprechenden Tricks möglich sein, auch ein Linux-Kernel cross zu kompilieren auf einem Windows oder auf einem ganz anderen System. Allerdings für uns ist es schon von vornherein vorgesehen, wir stellen ein Build-Environment, ein ganz offizielles von uns zur Verfügung. Da sind definitiv die richtigen Compiler drin. Und alle Builds, die damit erstellt werden, die akzeptieren wir auch zum Debuggen. Da kann man sich sicher sein, da hat jetzt nicht irgendwer eine spezielle GCC-Version, die wieder einen Bug hat, der nur bei seinem eigenen System auftritt. Da ersparen wir uns schon viel Ärger, indem wir einfach dieses System zur Verfügung stellen. Aber es muss auch nicht unbedingt GCC sein. Inzwischen haben wir besonders Fortschritte auch mit dem Visual Studio Compiler gemacht, der ja immerhin auch verwendet wird, um selbst Microsoft Windows zu entwickeln und zu kompilieren. Und wie wir gleich dazu kommen, auch zu debuggen, denn Visual Studio hat da ganz besonders eigene Debug-Symbole bis in den Kernel hinein, die mit einem Tool namens WinDebug dann auch genutzt werden können und wo man sich dann an eine entfernte Windows-Instanz ranhängen kann und direkt in den Kernel Schritt für Schritt debuggen kann. Und das werde ich gleich zeigen, geht unter React.OS inzwischen genauso.
Man muss allerdings auch nicht unbedingt WinDebug nehmen, wenn man auch ein ganz anderes System hat. Wir haben einen eigenen kleinen Kernel-Debugger, der einfache Sachen kann. Der ist immer fest dabei, der ist integriert. Und seit neuestem für den populären GDB gibt es auch immer mehr Unterstützung. Ja, jetzt werde ich das anderen kurz vorführen. Hier haben wir praktisch so einen Screenshot. Da sehen wir, Reactor ist halt in einer virtuellen Maschine. Und auf der anderen Seite einen Windows-Host, der mit WinDebug sich an dieses System anklingt. Und das Interessante ist eigentlich, genau wie Windows, wenn ein Fehler auftritt, gibt es einen Bluescreen. Der soll ja erstmal nur Ausgaben über den Fehler machen. WinDebug ist dann praktisch der nächste Schritt, um so einen Bluescreen denn dann mal zu debuggen, um herauszufinden, was ist der Fehler dahinter. Nun verbindet man dann WinDebug mit dem System und wird erstmal gefragt, weil es ja ein Microsoft-Programm ist, okay, ich habe hier einen echten Windows Server 2003 erkannt, so wird die Actors inzwischen erkannt, du hast da einen Bluescreen, sollen wir das nicht erstmal an Microsoft senden, um die auf den Fehlerbericht aufmerksam zu machen? Und nach allem, was ich gehört habe, gab es da schon mal sehr interessante Berichte und Rückmeldungen, als man dann mal erkannt hat, huiuiui, was ist das denn für ein System? Das sieht aber nicht nach einem echten Windows aus. Ja, aber inzwischen sind schon weitgehend alle WinDebug-Funktionen auch mit einem ReactOS-Kernel nutzbar praktisch, weil es wie ein echtes Windows erkannt wird. Immer wieder beim Programmieren kommt natürlich die Frage auf, wir müssen irgendwie wissen, wie funktioniert Windows eigentlich intern. Da gibt es, wie ich schon mal erwähnt hatte, die öffentliche Dokumentation. MSDN hat sicherlich jeder Windows-Entwickler schon mal von gehört. Die reicht natürlich zum Teil schon mal. Man kriegt einen groben Überblick über gewisse Funktionen. Man weiß dadurch jetzt noch nicht bei allen Corner Cases Bescheid, wie eine API exakt funktioniert. Da kann man dann natürlich sich weiter in Bücher einlesen, die dann auch die darunterliegenden Kernel-Funktionen illustrieren. Ganz bekannt ist da Windows Internals, wo praktisch der gesamte NT-Kernel, wie wir ihn ja ähnlich implementieren, einmal beschrieben ist. Und eine sehr einfache Möglichkeit ist auch, man schreibt einfach API-Tests. Man steckt mal irgendeine Zahl in eine Funktion rein und guckt, was rauskommt. Und ja, die Tests kann man dann auch immer wieder verwenden, um im Nachhinein zu prüfen, okay, jetzt hat hier jemand was verändert, lassen wir doch nochmal einfach alle Tests durchlaufen. Vielleicht hat das ja an einer ganz anderen Stelle jetzt zu einem Fehler geführt und das wollen wir ja nicht. Und seitdem wir praktisch diese Tests regelmäßig ausführen, hat sich die Qualität des Systems auch enorm verbessert. Was wir durch die gestiegene Kompatibilität inzwischen auch machen können, wir tauschen einfach DLLs mal aus, wir benutzen unsere entwickelten DLLs und stecken sie in ein Windows oder machen es halt umgekehrt, wir benutzen eine Windows-DLL in ReactOS. Und dann sieht man da ja auch, was praktisch an Funktionsaufrufen rein und raus geht und wo es halt noch Unterschiede gibt. Gerade bei einigen grafischen User-Mode-DLLs, da sieht man dann auch schon mal einfach optische Unterschiede. Da merkt man dann halt auch schnell, wenn etwas noch nicht so ganz richtig läuft und kann entsprechend an der Stelle weiterentwickeln. Daniel hatte schon angesprochen, wir haben seit kurzem einen ersten bezahlten Entwickler und das ist praktisch einer Spendenkampagne von April bis Juni diesen Jahres zu verdanken. Wir hatten dort unter dem Namen ReactOS Community Edition mal all unsere Unterstützer gefragt, nach dem Motto, wohin soll die Entwicklung eigentlich gehen? Und mit einer entsprechenden Spende konnte man dann halt selbst bestimmen, welche Software oder welche Hardware jetzt in Zukunft unter ReactOS vornehmlich unterstützt werden soll. Herausgekommen ist dabei schon eine sehr umfassende Liste und jetzt wissen wir erstmal, in welche Richtung so die Entwicklung gehen soll und dass zum Beispiel Java oder Word sehr gefragt war und wie ihr gerade an den Screenshots gesehen habt, seitdem haben wir es auch schon geschafft, das weitgehend zu unterstützen. Durch das dabei zusammengekommene Geld ist natürlich auch jetzt unser erster vollzeitbeschäftigter Entwickler finanziert und die Ergebnisse der neuen Shell lassen sich da wirklich sehen. Und da kommen wir dann auch mal direkt zu.
Denn wie versprochen, es gibt eine Live-Demonstration. So, jetzt muss man mal irgendwie die Technik ändern. Also, die ganze Präsentation habe ich jetzt gerade bereits in ReactOS gehalten, unter Foxit Reader, also auch ein Windows-Programm, was bereits ohne Probleme läuft. Und hier sieht man praktisch das System mit der neuen Shell. Dann demonstriere ich erstmal ein paar eigene Programme. So, oh, wir haben sogar Internet, es funktioniert. Also, das ist hier der ReactOS Anwendungsmanager. Ist praktisch vergleichbar wie ein Paketmanager bei Linux und Windows bietet sowas nicht. Dementsprechend, wir haben hier einen sehr guten Einstieg für alle, die erstmal in ReactOS reinkommen. Man kann da halt sehr viele bekannte Programme runterladen. Wenn man es vielleicht mal aus mit Firefox. Ja, das WLAN funktioniert hier mal. Also, der lädt jetzt ganz normal vom Mozilla-Server die aktuelle Firefox-Version runter. Ganz normale Windows-Version. Nichts irgendwie, was speziell für ReactOS angepasst werden muss. Mal sehen, jetzt sehen wir gleich mal den Import Manager, der aus dem Internet Explorer, der in dieser Form nicht unbedingt existiert, gerne seine gesamten Informationen importieren würde. Wir haben einen Internet Explorer, das ist im Prinzip ein Gecko-basierter, ganz, ganz leichtgewichtiger Browser, der für die grundlegenden Dinge nutzbar ist, aber ein Firefox ist sowieso generell besser, wie wir alle wissen. So. Wir mal aus, also kann man ganz normal mit dem Internet surfen und hier wären wir dann bei den Lila Linux-Tagen. So viel zu Firefox, das ist ja nun auch ein Programm, was für praktisch jede Plattform existiert. Kommen wir mal lieber zu anderen Sachen, was hätten wir denn da so? Foxit Reader, wie gerade schon demonstriert, damit haben wir unsere Präsentation gehalten. Und was haben wir denn hier noch? Ja, man kann zum Beispiel mal zeigen, ja, wir haben ein Paint, wir haben einen Editor, orientiert sich halt auch sehr stark am Windows-Design, damit sich eingeübte Nutzer sofort zurechtfinden und das ganze Programm genauso bedienen können. Wir können nochmal gucken, was bietet der Anwendungsmanager noch, beispielsweise. Nehmen wir zum Beispiel mal den Total Commander. Sehr bekanntes Programm für Windows, schwören glaube ich etliche Leute drauf, wenn es um Dateiverwaltung geht. Leute, die jetzt nicht so den Explorer unbedingt mögen, sondern mehr so einen Norton Commander ähnlichen. Können wir also auch ganz normal installieren. Findet sich dann gewohnt im Startmenü. Und da wären wir. Wie man sieht, ganz normal, sieht in jeder Hinsicht so aus wie das Windows-Programm, keine optischen Fehler erkennbar und tut praktisch, was es soll. Ja, willst du noch was demonstrieren? Ja, ich hätte da auch noch einen lustigen Vorschlag. Oh, hier ist nur so ein komisches. Ach nee, wir haben ja noch da unten. So. Jetzt gehen wir mal auf den Hauptgrund, auch wenn es ein quelloffenes ist, aber Spiele und Spaß.
nehmen wir uns jetzt mal OpenTDD. TTD. Braucht das nicht zu lang? Das braucht nicht lang. Original-CD haben wir in dem Fall jetzt nicht, aber gibt ja auch die quelloffene Variante von den ganzen Texturen und so weiter, die ja im Idealfall jetzt auch ganz brav runternet. Genau. Jetzt müssen wir doch noch einen kleinen Augenblick warten. Absolut anstandslos. Wir könnten es auch theoretisch etwas größer natürlich machen. Das funktioniert alles. Man kann auch auf Vollbild selbstverständlich gehen. Ja. Und dann hat man, wie unser einer Entwickler schon festgestellt hat, gleich mal regen Spielspaß. Gut, also. Ich weiß nicht, ob noch irgendjemand gerne etwas anderes sehen wollte, weil ansonsten wäre ich nämlich eigentlich auch mit meinen Vorstellungen bezüglich Programmvorschau erstmal durch. Wie sieht euer Explorer aus? Habt ihr da so Vorschaubilder für JPEGs und so alles schon implementiert? Vorschaubilder gibt es noch nicht, aber der Explorer hat sich zumindest in letzter Zeit sehr gewandelt, weil er nämlich auch eigentlich generell komplett general geholt wurde durch die neue Shell. Und so funktioniert, wie es eigentlich gedacht ist. Die ganzen Funktionalitäten, die ganzen Bilder, die ganzen Leisten etc. kommt alles aus der Shell, wie sich das gehört. Und nicht aus irgendeiner Pseudo-Explorer-Excel. Und wo wir schon dabei waren, also er schon dabei war, unser Herr Entwickler, hat er sich auch mal darum gekümmert, dass es etwas moderner aussieht. Funktioniert auch. Ich meine, wer bei uns mit dem alten Explorer schon mal etwas experimentiert hat, wo der Zurückknopf gar nichts macht, der Zurückknopf, der geht. Also das ist schon mal ungemein sinnvoll und vorteilhaft, wenn das auch mal funktioniert. Ja. Wie ist das mit der Ukantale? Ja, da kommen wir dann mal zu dem nächsten Punkt, der noch in Arbeit ist. Mhm. Also Drucker-Support ist, wenn man es gelinde gesagt, noch nicht implementiert. Mhm. Es fehlt noch an einigen Stellen etwas Arbeit. Es ist nicht nur der Treiber-Support an sich. Es gibt dann noch den Dienst, den Spooler-Dienst, der noch mit Ahnungsbedarf hat. Es gibt in der Win32K, die für die ganze Fensteraufbereitung und so weiter zuständig ist, gibt es Handlungsbedarf. Ist geplant, ist vermutlich auch in nächster Zeit geplant. Und dann wäre das auch kein weiteres Problem. Ja. Weitere Fragen? Bin offen für alles. Das Projekt läuft ja jetzt schon ziemlich lange und ihr habt, glaube ich, mal irgendwann gewechselt von Windows 98 oder ME oder 2000 auf XP als Entwicklungsziel. Und seid jetzt noch in der Alpha, ist da irgendwie absehbar, jetzt durch den Programmierer, der hinzugekommen ist, dass ihr irgendwann so eine relativ stabile Funktionalität bieten könnt? Erstmal kleinere Korrektur, das mit dem Windows 98, ja, FreeBSD 95 hieß das Projekt ja mal. Aber Source wurde dann nicht unbedingt entwickelt. Es gab halt so eine schöne Planungsphase, die sich dann ins Nichts entwickelt hat. Und dann kam die Idee NT4.0. Und als nächstes Step sind wir jetzt bei 2003, SP1. Der besagte Entwickler ist nur der erste Step. Wir versuchen, das einigermaßen rechtlich hinzubekommen, dass wir nicht nur Stipendien vergeben dürfen als gemeinnütziger Verein, sondern dass es auch möglich ist, Vollzeit die Leute zu beschäftigen. Dann hätten wir nämlich eine weitaus bessere Chance, noch mehr Entwickler zu bezahlen und dadurch die Entwicklung voranzutreiben. Zur Zeit, wenn man sagen wollte, wann ist es nutzbar? Also wir arbeiten in großen Schritten jetzt auf die Version 0.4 hin, die zumindest in großen Teilen schon mal eine gewisse Nutzbarkeit darstellen wird. Aber ja, es ist immer schwer zu sagen, wann ist es fertig. Vor allem bei Open-Source-Projekten ist es ja sowieso manchmal wieder eine ganz andere Situation. Auch vor allem dann, wenn die Leute das meistens hobbytechnisch machen. Aber ich würde mich jetzt mal weit zum Fenster rauslehnen und würde sagen, wenn wir das Projekt in 3 Jahren nochmal anschauen, sieht es ein bisschen anders aus. Ja.
Weitere Fragen? Nein? Ja, wenn keine weiteren Fragen mehr sind, dann kommt gerne noch zu unserem Stand, könnt noch unter oben den TTD zocken und was da halt alles so angeboten wird. Eine CD geben wir natürlich auch jedem gerne raus. Wir haben ja die aktuelle Version, die wir jetzt auch demonstriert haben, mal zur Verfügung. Also ich muss dazu der CD nochmal sagen. Ich war ja gestern bei euch, habe mir die mitgenommen und muss auch wirklich positiv feststellen, endlich funktioniert es. Ich hatte gestern gesagt, vorher hatte ich immer Probleme schon mit dem Netzwerk und so, habe ich jetzt nicht festgestellt. Also ich bin rausgekommen, auch mit dem Anwendungsmanager, konnte was installieren, natürlich auch gleich den Firefox und so, also das sah schon mal sehr viel besser aus. Sehr gut. Das freut uns sogar. Baut ihr auf irgendeiner Codebasis auf oder also ihr habt erwähnt, dass ihr mit dem Wein-Projekt so ein bisschen Überschneidung habt und da was übernehmen? Aber wenn man sich so vorstellt, dass man ein Betriebssystem so ein Kernel von Grund auf programmiert, das ist ja doch schon ein riesiger Aufwand. Dass es dann schon so flüssig läuft, das ist dann schon ganz schön beachtlich. Ja, das ist auch das Problem, warum halt noch einige Sachen etwas im Argen sind. Es ist ein Riesenaufwand. Und der Kernel ist im Prinzip von null auf selbst programmiert worden. Es gibt keine Basis, auf der man im Prinzip jetzt aufbauen könnte. Außer man nimmt den Code von Microsoft und das ist nicht unbedingt legal. Und das wollen wir ja nicht. Wir wollen ja legal, quelloffen alles zur Verfügung stellen, was Microsoft so auch bietet. Das heißt, der Kernel ist unsere Handarbeit. Und die Wine DLLs, ja, Wine hat ziemlich viele DLLs, die im User-Mode laufen, die wir so verwenden können, weil sie nicht irgendwo eine Beziehung zu irgendwelchen Linux-Services haben. Und warum das Rad neu erfinden? Wir nehmen dann die Wine-DLLs, synchronisieren die häufiger mal, finden auch ziemlich häufig noch ein paar schöne Bugs drin, die wir natürlich dann auch wieder als Patch zurückgeben. Muss ja jeder dem anderen auch ein bisschen Unterstützung liefern. Und ja. Ihr habt eben Photoshop gezeigt, gerade so Videobearbeitung ist ja unter Linux doch ziemlich anstrengend, zumal dieses KDN-Live-Projekt auch so ein bisschen eingeschlafen zu sein scheint. Habt ihr mit Premiere schon irgendwie, weil Videos setzen ja extrem viel auf der unterliegenden Codecs im Betriebssystem. Und ist da schon was absehbar? Ist das irgendwie bei euch auf dem Radar oder ist das noch viel zu weit entfernt? Ja, ein paar Codecs haben wir schon dabei, aber ich würde jetzt mal sagen, Premiere wird nicht laufen. Man könnte es natürlich mal ausprobieren. Kann schon sein, dass es geht. Und wenn es geht, kannst du aber sagen, dass es auch sehr gut funktioniert. Wir haben es noch nicht ausprobiert zu Deutsch. Also kann ich leider nicht sagen. Ich sag mal, sobald da die Grafikbeschleunigung im Betriebssystem auch etwas besser ist, wir haben ja schon erwähnt, dass Grafiktreiber noch ein großes Problem sind, da kann man dann wahrscheinlich auch wirklich mal über sowas nachdenken, weil wenn man schon Videobearbeitung macht, dann sollte ja nach Möglichkeit das Ganze auch erstmal flüssig abspielen. Und ich denke, das sollte erstmal der erste Schritt sein. Man kann allerdings schon sagen, dadurch, dass wir das Soundsystem vor einigen Jahren erstmals so implementiert haben, wie es auch in Windows drin steckt, kam da ein ganzer Wust noch an Codec- und Filterunterstützung dazu, der einfach grundlegend dafür ist und der sicherlich auch mehrere Programme jetzt im Videobereich dann lauffähiger gemacht hat schon. Also wie gesagt, Photoshop haben wir ausprobiert, Premiere noch nicht, müsste man mal machen.